So, das war meine Aufgabe. Ich denke, ich habe die Aufgabe erfüllt. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die letzten 72 Stunden waren, wie Sie sich denken können, eine besonders intensive Zeit für mich. Ich habe einen Schnellkurs über politische Rituale und Mechanismen gelernt. Es ist so, dass ich gerade dabei bin, zu versuchen, meine Lockerheit wieder zu gewinnen. Sie haben also ein bisschen Nachsicht mit mir und geben mir vielleicht ein paar Sekunden, Minuten auch noch zum Verschnaufen. Die werden wir alle mal brauchen. Für mich ist es eine Rückkehr. Ich bin vor 20 Jahren aus diesem Haus weg. Ich habe mich heute sehr gefreut darüber, über diese herzliche Aufnahme in unserem Freundeskreis, und ich bin davon überzeugt, dass es eine wunderbare Bestätigung war, sich für diese Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Vielleicht werden Sie sich fragen, und ich bin in den letzten Tagen ja nicht das ein oder andere Mal darauf angesprochen worden, sondern viele, viele Male, warum macht er das eigentlich? Eigentlich hat er ja eine recht gemütliche Position, ordentliches Einkommen, ein spannendes Aufgabenfeld gehabt. Und ich habe mir natürlich diese Frage und meiner Familie ganz besonders intensiv gestellt und mir überlegt, ob das ein Platz ist, den ich einnehmen möchte, um in diesem Land einen Beitrag zu leisten. Und meine Antwort ist eigentlich voller Überzeugung mit einem klaren Ja ausgefallen. Und ich kann Ihnen noch sagen, warum. Ich bin ja sowas wie ein frisch gebackener Politiker, wenn man so will, ein politischer Mensch, ja, das schon, aber mit den politischen Ritualen und mit der Sprache jedenfalls nicht bis ins Letzte vertraut. Aber genau diese Rituale, diese Sprache, dieses Erscheinungsbild, diese Inhalte oder diese Inhaltlosigkeit, die wir in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben, waren für mich genau der Antrieb. Ich glaube, es ist eine Analyse, die viele in diesem Land teilen, dass wenn wir so weitermachen, und ich habe dabei auch ganz besonders die Bundesregierung im Auge, wenn wir dieses Schauspiel weiterliefern, ein Schauspiel der Machtversessenheit und der Zukunftsvergessenheit, dann haben wir nur noch wenige Monate bis zum endgültigen Aufprall, wenige Monate, bis das Vertrauen und die Zustimmung in der Bevölkerung restlos verbraucht sind. Ich kann Ihnen sagen, mir ist es so gegangen wie Ihnen, nach jeder Pleite, nach jeder Panne, nach jeder Niederlage zu hören, wir müssen in den Gremien beraten und die Leute da draußen und ich weiß nicht, was für Formeln es alle gibt. Mir ist es genauso gegangen wie Ihnen als Staatsbürger, ich konnte das schlicht und einfach nicht mehr hören. Und jetzt geht es darum, diese Chance zu nutzen, um Österreich wieder stark zu machen, um unser Land zu einem europäischen Vorbild zu machen.